Und damit ganz herzlich willkommen zum ersten Erweiterungsvideo für das Signal-Tutorial. Falls ihr euch das Grundtutorial noch nicht angeschaut habt, dann schaut kurz unten in die Videobeschreibung rein, denn für Signal-Laien würde ich empfehlen, dass wir erst mit der Grundausstattung beginnen und wie gesagt, dann geht es hier weiter mit den jeweiligen Erweiterungen. Heute fangen wir an mit den HV- bzw. Kompaktsignalen. Die sind ja gleich aufgebaut, nur der Schirm sieht ja etwas anders aus. Und das nächste Tutorial handelt über die KS-Signale. Das wird wahrscheinlich etwas umfangreicher, da diese Signale etwas schwieriger zu erklären sind. So, alle Mods, die ich verwende, habe ich unten in die Videobeschreibung gepackt. Das könnt ihr mit allen Signalen anwenden, die in dieser Form gebaut sind. Das wären die HV-Signale von Sebbe, das wären die Kompaktsignale, da ist, glaube ich, der Hauptmod ist von BR146, die Erweiterung ist von Sebbe, als auch die Kompaktsignale am Auslegemast, die von Kaloid sind, und es gibt noch die HV-Signale an der Signalbrücke. Die werden wir heute alle behandeln, denn jedes Signal von dieser Bauart ist gleich. Wichtig, wie gesagt, wir brauchen die Grundvoraussetzung aus dem Basis-Tutorial und mit diesem fangen wir nun an, diesen Bahnhof hier bzw. auch dann diese Hauptstrecken zu signalisieren, zu beschildern. Wichtig auch mit dabei sind die Signaltafeln von Sebbe. Ich zeige euch einfach ein paar Tricks, wie ich das so umsetze. Und ja, wir können dann auch schon loslegen. Ich habe hier einen Hauptbahnhof gebaut mit ein paar Abzweigen. Das hier soll eine Güter- und Personen-Kombi-Strecke sein. Dann haben wir hier eine Abstellung mit ein paar Gleisen. Hier haben wir eine getrennte Links-Personenstrecke mit einer rechten Güterstrecke. Hier haben wir dann noch einen kleinen Nebenbahnanschluss. Also im Grunde alles das, was ein Hauptbahnhof oder jegliche Art von Zuglinien geben kann. Hier unten habe ich noch ein kleines Abstellgleis reingebaut für eine Regionallinie, die auf diesem Gleis endet. Also wie gesagt, die Vielfalt ist groß und ich würde sagen, wir beginnen mit der Signalisierung des Bahnhofes. Hier ist zu sagen, ich persönlich signalisiere immer jedes Gleis, auch wenn das Signal eigentlich nie gebraucht wird. Wenn ihr wollt oder beziehungsweise wenn ihr wisst, dass zum Beispiel auf diesen Doppelgleisen immer Gegenverkehr herrscht, dann könnt ihr auch das Signal an der jeweils Gegenrichtung weglassen. Ich persönlich finde es hübsch anzusehen, wenn jedes Ausfahrgleis signalisiert ist, aber das überlasse ich euch. So, ich bin extra auf den anderen Transportfever-Account gewechselt, um euch auch das zu zeigen, in dem Format, wie ihr es downloaden könnt. Ich habe zusätzlich noch die Signalkategorien von Maverick gedownloadet, weil bei mir persönlich ist das ja ein etwas anders aufgebaut, da möchte ich gerne noch mit Maverick reden, ob ich das veröffentlichen darf, weil bei mir sind ja die Signale nach der Signalart sortiert, das heißt, alle Ausfahrsignale sind in einer Kategorie, alle Einfahrsignale sind in einer Kategorie, falls sie ein Vorsignal noch tragen, ist es auch jeweils eine einzelne Kategorie, denn ich persönlich erstelle für meine Nachbauprojekte selber Signale, die es so noch nicht gibt. Das sind spezielle Formen, zum Beispiel nur mit ZS3 oben oder nur mit ZS3V unten. Und das bastle ich mir dann selber zusammen, so wie es halt auch dann in der Realität auf meinen Karten ist. Aber ich möchte euch das jetzt zeigen mit den Mods, die es auch im Forum gibt. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, die erste Frage ist ja immer, es gibt zwei Arten von Ausfahrsignalen. Wir haben einmal das reine Ausfahrsignal, das ist hier mit dabei, bei HV1. Das würde so aussehen, steht auch dran, Ausfahrsignal HP00, haben wir ja gelernt, das ist Halt und HP2 wäre Langsamfahrt. So, das könnten wir zum Beispiel machen, wenn wir wissen, auf diesem Gleis fährt immer die Regionalbahn hier mit langsamer Geschwindigkeit raus, könnten wir zum Beispiel hier HP2 setzen.
weil alle anderen Weichen, wenn ich jetzt auch hier auf die Ansicht gehe, alle anderen Weichen, die darüber angeschlossen sind, sind mit 60 erreichbar. Also müssten wir hier HP2 signalisieren. Das Ganze könnten wir natürlich auch noch mit einem ZS3-Anzeiger machen. Der müsste, glaube ich, nein, der ist dann bei HV3, soweit ich mich richtig entsinne, genau. Hier hätten wir dann noch das Ausfahrsignal mit dem Zusatz ZS3V60, das heißt, es ist immer sicher, dass man aus diesem Gleis mit 60 herausfährt. Würde das ZS3V nicht da sein, dann könnte man natürlich auch mit 40 rausfahren. Also hätten wir dieses Gleis signalisiert. Bei diesem Gleis sieht es genau aus, da könnten wir auch maximal mit 60 rausfahren. Und auch ein Tipp von mir, nicht immer direkt hier am Bahnsteig das Signal setzen, das sieht etwas unrealistisch aus. In dem Fall würde ich es hier knapp vor dem Überleitungsmasten hinklatschen. So, dann hätten wir hier das Beispiel, dass zum Beispiel hier immer Gegenverkehr herrscht. Das heißt, wir würden dieses Gleis weglassen, zum Beispiel mit dem Signal, und wir würden dann fortsetzen mit diesem. Ich habe jetzt hier einfach mal Weichen reingesetzt, aber wenn ihr wisst, okay, von diesem Gleis fahren immer Linien weg, die geradeaus gehen. Also machen wir hier ein HP1 rein. Und wenn ihr wisst, okay, es ist jetzt zum Beispiel jetzt nicht mit voller Fahrt, sondern das ist ein großer Bahnhof, da ist nur 80, dann setzen wir ZS3 mit 80. So, dann haben wir hier einige Gütergleise. Falls ihr hier irgendwelchen Wechsel anstrebt oder falls allgemein hier bei euch die Gütergleise mit 60 sind, dann könnten wir hier HP2 setzen. Da könnten wir aber den normalen setzen, da ja eh schon 60 km/h gildet, könnten wir hier überall einen HP2 setzen. Dann haben wir die Gütergleise schon mal gesetzt. Und dann haben wir hier jeweils noch ein Gleis am Bahnsteig. Das ist auch jeweils über eine 60er Weiche erreichbar. Also suchen wir wieder unser Ausfahrsignal mit dem ZS360 und setzen das dann hier auch noch hin. Und schon haben wir eine sechsgleisige Ausfahrt gesichert. So, kommen wir nun zu dem etwas schwierigeren Teil. Man könnte natürlich auch sagen, ich möchte eine geringere Zugfolge haben und möchte gerne diesen ganzen Weichenbereich noch zusätzlich als den nächsten Abschnitt schon darstellen. Dann kann man zum Beispiel hier für die Gütergleise, wenn man viel Güterverkehr auf der Strecke hat, könnte man hier die Ausfahrsignale mit dem kombinierten Vorsignal verwenden. Falls ihr da irgendwelche spezielle Sachen wünscht, ja, ich würde beispielsweise Langsamfahrt auf freie Fahrt machen, denn ihr habt hier im Bahnhof noch Langsamfahrt mit den 60 und würdet dann hier am Ende des Weichenbereichs beschleunigen, in meinem Fall hier auf 60, auf 80 und dann auf die Streckengeschwindigkeit 120. Das heißt, das nächste Signal wird auf jeden Fall Fahrt anzeigen. Das heißt, wir haben hier ein HP2 VR1. Das heißt, wir könnten hier beispielsweise die Güterstrecke folgendermaßen signalisieren. Das heißt, das nächste Blocksignal wäre etwas dichter dran. Denn ich kann es ja mal kurz zeigen, wir lassen dieses Doppelgleis mit dem Vorsignal und dieses Doppelgleis lassen wir ohne Vorsignal. Das heißt, wir holen nun einen Bahnhof heraus und ich messe da immer so, jetzt habe ich den Mod vergessen, ich messe da eigentlich immer so knapp 600 Meter aus. Wenn ihr eine sehr große Karte habt, dann könnt ihr das auch variieren, wie ihr möchtet. Tendenziell, wie wir ja gelernt haben, steht das nächste Hauptsignal, oder ist der Abstand zwischen Vorsignal und Hauptsignal, die Streckengeschwindigkeit, also mal 10 und dann in Metern. Das heißt, hätten wir hier eine Streckengeschwindigkeit von 80 und dann 120, würde ich so grob auf einer Nachbaukarte das Signal in Kilometer später setzen.
Hätte ich zum Beispiel eine gerade Strecke, so wie hier mit 120, dann wäre der Abstand zwischen Vorsignal und Hauptsignal 1200 Meter, sprich 1,2 Kilometer. So grob schätzt man das etwa. Deshalb würde ich bei euch so auf kleineren Transportfieberkarten einen Abstand von 500 bis 600 Meter empfehlen. Da passt eine Doppeltraktion ICE rein, da passen längere Güterzüge rein, also alles kein Problem. Ihr könnt es variieren, wie ihr möchtet. Ich zeige es euch jetzt hier einfach mal anhand von zwei 320 Metern Bahnhöfen. So, das heißt, wir haben hier das eine Signal, der geht bis hier. Und dann haben wir das nächste. Das heißt, hier würde nun unser nächstes Signal stehen. Wie wir gelernt haben, auf freier Strecke setzen wir die B-Signale, das heißt die Basics. Das heißt, in diesem Fall könnten wir, das ist das linke, könnten wir so einsetzen. Oder natürlich auch wieder kombiniert mit einem Vorsignal. Aber wir lassen es mal so stehen und kümmern uns mal um diese schöne Einfahrt hier. Ich habe hier extra eine Kurve gewählt mit 80 und einige sind ja so schlau und setzen dann ihr Signal direkt hier hin. Also wirklich so knapp wie möglich an die Weiche ran. Ich weiß, es ist effizienter, aber es ist nicht realistisch. Ja. Geht 2, 3 Oberleitungsmasten nach hinten, da habt ihr dann einen schönen Abstand zur nächsten Weiche, ihr habt ein bisschen Durchrutschweg. Es ist alles gegeben. Das heißt, wir suchen uns nun hier ein Einfahrsignal mit einem kombinierten Vorsignal raus. Das ist natürlich, wie gesagt, bei dieser Aufteilung der Signale etwas schwieriger. Aber ich spreche nochmal ein bisschen mit Maverick, ob wir das nicht anpassen können. In diesem Fall hätte ich gesagt, wir suchen uns ein Signal, wo wir oben eine ZS3 mit 80 haben. Das wäre, das ist das linke. Okay, Moment, dann suche ich mal das rechte. Wir könnten beispielsweise das hier nehmen. Das heißt ja, wir haben freie Fahrt rein und das Hauptsignal oder das nächste Hauptsignal zeigt Halt an. Das ist kein Problem, kann gut sein, da einfach die Zugfolge so dicht ist. Es muss ja nicht immer sein, dass das Vorsignal freie Fahrt anzeigt. Denn wenn ihr mal wirklich da vorne haltet, dann ist natürlich das Vorsignal etwas falsch am Platz. Ich persönlich setze an Hauptbahnhöfen immer freie Fahrt auf Halt. Denn wenn ihr zum Beispiel an den Bahnhof reinfährt, ist das Signal ja noch rot. Es wird ja erst aktiviert, wenn ihr weiterfährt. Deshalb setze ich grundsätzlich vor Bahnhöfen immer mit VR0. So, da wir hier eine vielbefahrene Hauptstrecke haben, haben wir natürlich auch eine Linkssignalisierung. Ich weiß, dieses Signal wird nie im Leben gebraucht, aber wir wollen es ja realistisch bauen. Deshalb brauchen wir auch eine Linkssignalisierung, falls mal irgendwie das rechte Gleis blockiert sein sollte durch einen Unfall, ein Baum ist drauf geflogen oder sonst irgendwas, müssen wir natürlich auch links fahren. Und da kommen wir nachher noch ein bisschen zu einer Version, wo wir das linke Signal nicht weglassen können, wo wir es anders machen können, aber wie gesagt, das kommt alles nachher. Suchen wir uns die 600 Meter wieder raus, das heißt einmal Bahnhof, zweimal Bahnhof, das wäre hier. So, hier habt ihr dann wieder mehrere Möglichkeiten. Links würde ich auf jeden Fall immer ein Vorsignal setzen. Und da dieses Signal eh nicht gebraucht wird, könnt ihr hier tendenziell irgendeins setzen. Also da ist diese Voranzeige völlig egal, da das ja eh nicht befahren wird. Falls ihr mal links fahren wollt, müsst ihr natürlich auch das richtige Signal setzen. Ist natürlich logisch. So. Und für rechts bräuchten wir ein Vorsignal, wo uns 80 anzeigt. Da haben wir auch wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder wir nutzen ein reines Vorsignal, was ich jetzt aber in diesem Fall nicht machen möchte, sondern ich möchte hier gerne... weil wir so wenig Platz haben, nehmen wir hier ein reines Vorsignal, das uns 80 beschildert. Das wäre dieses hier.
So. Das heißt, dieses nette Vorsignal sagt, an dem nächsten Hauptsignal musst du 80 fahren. Was ja auch stimmt, denn wir haben hier eine Anzeige, das uns sagt 80. So, wie werden nun diese Vorsignale richtig beschildert? Da müssen wir hier ein bisschen mehr Platz schaffen. Genau, wie wir gelernt haben, steht die erste Vorsignalbaracke bei 100, dann bei 175 und dann bei 250 Metern. Können wir natürlich so in Transport Fever nicht nachbauen, außer ihr habt eine riesige, große Nachbaukarte. Ich persönlich empfehle euch da, nehmt ihr euch hier wieder den 80 Meter Bahnhof, schaut dann etwa, dass ihr hier auf Höhe des Signals seid und guckt dann euch diese Stelle hier an. Das heißt, etwa hier müssen wir nun eine Signaltafel setzen. Das wäre in diesem Fall die Vorsignalbarken, und zwar mit dem zweiten Strich. Einmal links und rechts, weil wir ja auf der linken Seite auch ein Vorsignal haben. Und jetzt könnt ihr ja hier die Mitte ausschätzen. Das wäre knapp hier. Ups, das ist die falsche Seite. Ja, und da wäre jetzt etwa die Mitte hier. Also die knapp hinter den Oberleitungsmast. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil bei Mitfahrten sieht man dann dieses Schild erst sehr spät. Aber man sieht es auf jeden Fall. Ja, wie wir gelernt haben, erst 3, dann 2, dann 1. Dann kommt das Vorsignal. Würde jetzt hier ein kombiniertes stehen, dazu kommen wir später, kommen auf der Seite die Vorsignalbarken wieder weg. Denn es werden nur Vorsignale beschildert mit diesen Schildern, wenn diese rote Tafel mit dabei ist. Das gilt für Signale, die so stehend sind, und es gibt aber auch HV-Signale zum Beispiel an der Brücke, die haben auch die Tafel. Das heißt, alle Vorsignale, die so signalisiert sind, oder besser gesagt geschildert sind, müssen ist auch falsch, sollten diese Tafel haben. Genau. Warum sollten? Weil es gibt einige Güterstrecken, das sagt man einfach, weil die Geschwindigkeit so niedrig ist, also teilweise 60, 80, 100 km/h, dass man das Vorsignal eh schon lang sieht, lasst man diese Barken einfach weg. Ich weiß, klingt ein bisschen komisch, weil die DB sagt ja eigentlich, die hat ja Vorschriften ohne Ende. Aber das gibt es wirklich tatsächlich, wenn man Mitfahrten auf YouTube anschaut. Es gibt teilweise auf Güterstrecken keine Vorsignalbeschilderung oder Betafelung. Gut, kann sein, wie auch immer. Nächstes Beispiel wäre diese Güterstrecke. Und das machen wir ein bisschen anderes Konzept. Da würde ich hier in der Kurve etwa das Einfahrsignal setzen. Da könnten wir mal hier unten auf die Kompaktsignale gehen. Wir haben hier eine Langsamfahreinfahrt. Wir haben eher eine 60er-Kurve. Wie wir gelernt haben, müssen die 60 nicht wirklich angeschildert sein mit dem ZS3. Es reicht auch, wenn wir hier ein normales Langsamfahrsignal mit HP2 setzen und auch hier wieder mit VR0. So. Und hier machen wir dieses Mal keine Linkssignalisierung, sondern da das schon eine etwas ältere Strecke ist, nehmen wir die NE1 Trapeztafel und setzen die auf die linke Seite. So. Diese NE1-Tafel, wie wir gelernt haben, ist wie ein Signal, bloß halt als Schild. Das hat die Deutsche Bahn wahrscheinlich einfach so eingeführt, um halt nicht überall eine Linkssignalisierung zu machen, sondern auf Strecken, wo es eigentlich überhaupt nicht vorkommt, dass die Züge links fahren, haben sie diese Tafeln gesetzt. Und die müssen natürlich auch vorsignalisiert werden. Es ist wirklich so. Denn wenn es mal irgendwie vorkommen sollte, dann muss man natürlich auch wissen, dass dort diese Tafel steht. Deshalb suchen wir wieder unsere 600 Meter. So, das wäre hier. Das heißt, hier setzen wir erstmal das Vorsignal. Und wir haben Langsamfahrt dort vorne.
Und nun kommt auf die linke Seite, ganz rechts hier, diese Vorsignaltafel auf die linke Seite. Nun wäre der Bereich hier richtig signalisiert. Hier kommen noch die Vorsignalbalken hin. Die lasse ich aber in diesem Fall weg, da wir hier eine Güterstrecke haben. Um euch einfach mal alle Varianten zu zeigen, die es so gibt. So, dann kommen wir noch zu den Signalen an den Entschuldigung, zu den HV-Signalbrücken. Hier nehmen wir auch wieder das Einfahrsignal mit VR0. Und da das eine Hauptstrecke ist, signalisieren wir hier auf beiden Seiten. Bei den Signalbrücken ist es nochmal ein Stückchen anders. Dort setzen wir nämlich auf beiden Seiten rechts das Signal, setzen dann unsere Signalbrücke. Flupp. Und dieses Signal steht ja nun eigentlich auf der falschen Seite, denn wenn wir mal auf dem linken Gleis fahren, dann steht das Signal auch auf der linken Seite. Dafür gibt es eine weitere Tafel. Oh, jetzt habe ich ja das Ding hier platziert. Okay, lassen wir es einfach stehen, weil es will nicht mehr weg. Dafür gibt es diese wunderschöne NF4-Tafel. Die setzen wir auf Höhe dieses Signals auf die linke Seite. Das heißt einfach, hallo, das Signal sollte eigentlich hier stehen. Schau mal auf die andere Seite. Ah, okay, es steht hier. Ja, die Deutsche Bahn ist wirklich so. Man muss wirklich denen alles beschildern, damit die dieses Signal, was eigentlich hier stände, nicht übersehen. Auch das müssen wir natürlich wieder vorsignalisieren. Das findet etwas weiter hinten statt. Dazu benutzen wir auch einfach kurz die Signalbrücke. Und da haben wir diese wunderschönen Vorsignale. Da wir mit freier Fahrt reinfahren, kommt natürlich auch ein freies Fahrtvorsignalanzeiger rein. So. Das Lustige ist, wir müssen hier bei dem Vorsignal nicht irgendein Schild hinstellen. Oh, guck mal, das Vorsignal steht auch auf der falschen Seite. Nee, da kommt einfach nichts hin. Würde das jetzt hier nicht vierspurig sein, sondern nur zweispurig, ist es tatsächlich schon so, dass ich, das habe ich wirklich schon gesehen, dass das Vorsignal an der Signalbrücke hängt und die Vorsignalbacken sind links. Trotzdem links, aber das Vorsignal steht dann rechts. Es sind alles so Sonderbauformen, die es bei der Deutschen Bahn so gibt. Das Vorsignal wird natürlich ganz normal mit den Vorsignalbalken rechts beschildert. Wir können es ja einmal nochmal schnell machen. 80 Meter, Bahnhof rausholen. So, hier den Zweier auf rechts. Dann die Mitte suchen, die ist etwa hier. Oh, und dann davon noch die Mitte, die ist bei der 120er Markierung. So, zack, haben wir 3, 2, 1, Vorsignal. Da die Strecke nun aber viergleisig ist, wird dieses Vorsignal rechts vom Gleis beschildert. Das heißt, diese Vorsignalbacken kommen rechts vom Gleis. So. So würde das Ganze nun aussehen. Hier genau der gleiche Fall, würde nun die Hauptrichtung nicht als Vorsignal sein, sondern als Kombisignal. Das wäre in diesem Fall ein Basic mit Vorsignal. Wo haben wir's? Hier haben wir's. So. Das heißt, wir haben hier Freifahrt auf Freifahrt, denn wir fahren auch mit voller Geschwindigkeit in den Bahnhof rein. So. Würde das Ganze so aussehen, wäre das ein Kombisignal und man bräuchte diese Backen nicht mehr. Genau. Was auch noch zu sagen ist, falls ihr an den Hauptbahnhöfen schon kombinierte Ausfahrsignale mit Vorsignale setzt, müsst ihr am Weichenende nicht nochmal ein Vorsignal setzen. Also wäre es in diesem Fall sowas hier. So,
nicht nochmal setzen, denn das geht nicht. Ganz ehrlich gesagt, weil diese rote Tafel heißt, hier ist Beginn von dem nächsten Abschnitt. Und da ihr hier vorne schon ein Vorsignal habt, könnt ihr hier nicht mehr so ein Signal setzen, sondern dafür gibt es eine andere Art von Vorsignalen. Und zwar sind die in der Erweiterung 2. Da gibt es die Tafel nicht, sondern die haben so ein kleines Lichtlein. Das ist ein Wiederholer. Den könnten wir jetzt hier rechts platzieren. Ja. Wir sehen, es hat kein Schild, sondern dieses kleine weiße Lämpchen hier oben. Das heißt, es wird einfach dieses Vorsignalbild hier hinten wiederholt. Weil würden wir jetzt hier ein normales Vorsignal hinstellen, dann wären die 600 Meter natürlich erst ab hier. Und das würde natürlich von hier bis hier nicht mehr sein, weil unser Signalabschnitt ist von Ende Bahnhof bis hier. Verstanden? Ich weiß, es gibt total unterschiedliche Möglichkeiten und ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut rübergebracht. Falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwelche Sonderbauformen von diesen Signalen haben möchtet, falls ihr nochmal eine detaillierte Erklärung zu Vorsignalen, Hauptsignalen, sonst irgendwas haben möchtet, schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein. Schreibt mir auch gerne unten rein, ob ich meine Kategorisierung veröffentlichen soll, ja, weil diese, nichts gegen dich, Maverick, aber ich finde die furchtbar. Also ich könnte damit nicht arbeiten, weil die bei mir einfach nicht, bei mir müssen die nach Signalart sortiert sein. Vielleicht gibt es auch deshalb viele Leute, die Probleme damit haben zum Setzen, weil sie denken, okay, was mache ich jetzt, was heißt denn ASIC? Ja, deshalb, wenn das mal wirklich richtig sortiert wäre, würde das bestimmt auch besser funktionieren. Deshalb einfach gerne mal unten eure Meinung reinschreiben und wir sehen uns dann in der Signal-Tutorial Erweiterung 2, wo es dann um die KS-Signale geht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.